Wir sind Rebel Bunch aus München. Ich bin der Schoß, ich bin für die Basstöne zuständig. Ich bin die Dana, ich singe und spiele Gitarre. Ich bin der Michael Willings, ich bin auch Sänger und Schlagzeuger. Wie lange spielt ihr schon zusammen? Seit 2010, in der Besetzung. Wie seid ihr zur Country-Musik gekommen? Das ist wirklich das Klischee. Ich habe zwar keine Gitarre auf dem Dachboden gefunden, aber meine Eltern haben permanent Country gehört und dann wächst man tatsächlich mit der Musik auf und merkt, das Herz schlägt durchaus weiter für die Musik. Ja. Bestellt um die Country-Musik in Deutschland. Kann man glücklich sein? Ist es noch verbesserungsfähig? Ich denke, es ist immer was rauszuholen. Aber ich finde die Country-Szene in Deutschland sehr, sehr angenehm. Man kann es noch schön überschauen und das macht das Ganze sehr intim. Auf eine schöne Art und Weise, wenn man sich dann doch kennt und man kommt auf die Treffen und dann kommt man rein und dann heißt es, grüß dich, servus, hallo und so. Das ist wie Familie eigentlich jetzt, ja. Schön. Wie ist es jetzt hier bei so einer Messe aufzutreten? Schon aufregend. Es sind da doch viele Leute, viele neue Leute. Ist immer, jeder Auftritt ist eigentlich ein Vergnügen. War aber nicht euer erstes Mal hier, oder? Doch, das ist das erste Mal, dass wir hier auf dem Meeting sind jetzt. Also, aber wir werden auf jeden Fall wiederkommen und gefällt uns ganz gut und alles gut. Ich habe ja flüstern hören, ihr werdet im Mai in Linz in Österreich auftreten bei Country Times. Wie sieht das aus? Freut ihr euch schon drauf? Und wie? Das ist quasi die Premiere für Rebel Bunch auf österreichischem Boden. Und da freuen wir uns natürlich schon sehr. Doch ja, auf jeden Fall. Was steht sonst noch an dieses Jahr? Oh, ich bin mit den Terminen ganz schlecht. Also das macht. Wir machen ein neues Album. Ja. Und es soll zu 2017 soll es rauskommen. Das sind jetzt so die Produktionspläne und halt regelmäßig unsere Auftritte. Ja, genau. Also wir sind gut gebucht schon für das Jahr und freuen uns aber wirklich. Also für mich persönlich ist das Linz ganz was Besonderes. Schon, ja. Genau. Und als kleinen Vorgeschmack gibt es schon zwei Songs auf unserer neuen Single, die auch zu kaufen ist. Genau, Stand Up und Winding Road. Kann man schon mal vorab bewerben und ein bisschen so einen Vorgeschmack aufs neue Album zu kriegen. Sind am neuen Album dann ausschließlich eigene Songs oder auch Coversongs? Also nur eigene Songs. Wir haben auf allen unseren Alben nur eigene Songs. Ja. Nur eigenes. Ja. Somewhere.